Und heute sind Lara und ich mal alleine, weil Titus und Melina ein bisschen kränkeln. Aber wir geben unser Bestes, für euch heute auch ein schönes Lied mit auf den Weg zu geben. Denn in diesen Tagen gibt es Halbjahreszeugnisse für viele SchülerInnen, für Lara auch. Und genau, bei uns in Niedersachsen war das jetzt am Mittwoch schon. Anderen steht es noch bevor. Und ja, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie nervös viele vor den Halbjahreszeugnissen sind, beziehungsweise vor Zeugnistagen generell, weil bewertet werden natürlich auch unangenehm sein kann. Weil man Angst vor Enttäuschung hat oder Zukunftspläne an Schulnoten hängen. Umso wichtiger, dass kleine und große wissen, dein Wert hängt nicht von deinen Leistungen ab. Du wirst geliebt, so oder so. Und so haben wir für euch heute gute Wünsche im Gepäck, die ganz unabhängig sind von Fleiß, Ehrgeiz und Bewertung. Viele gute Wünsche, die euer Leben erfüllen sollen, die euch begleiten sollen, wenn ihr mal an euch selbst zweifelt. Die vielleicht einen anderen Blick geben können auf das, was wirklich erstrebenswert ist im Leben und was zählt. Dass du immer spürst, dass du bei Gott immer geliebt bist und seine Begleitung deines Lebenswegs völlig bedingungslos ist, das wünsche ich dir. Gott behüte deine Schritte, niemals gehst du ganz allein.